Hi Leute, ich bin's wieder, Stefan. Ja, jetzt habt ihr schon lange nichts mehr von mir gehört und es hat sich ja doch einiges getan in letzter Zeit und wir können endlich wieder auf die Tennisplätze, wir können endlich wieder Tennis spielen und genau, ich möchte euch heute dann auch mal zeigen, was ich in meiner Tennistasche habe, jetzt wo es endlich wieder losgeht. Was habe ich drin, welche Schläger, Schuhe und so weiter und ja, da hole ich jetzt einfach mal meine Tasche. Okay, dann fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an und zwar den Rackets. Ich spiele, wie meine Kollegin Luisa, den Wilson Blade 98 mit dem 16-19er Seitenbild. Ja, ist eigentlich so das, was mir am besten taugt. Ich habe den jetzt ein halbes Jahr, habe ein bisschen getestet. Die 305 Gramm passen ganz gut. Ja, ich warte leider noch auf meinen Wilson Customized Racket. Es ist noch nicht da. Wenn ihr ja auch Lust habt, euren eigenen Wilson Schläger zu designen, dann empfehle ich euch unser ja, Couponheft, da könnt ihr nochmal bei Wilson direkt sparen und genau, das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Jetzt gerade bin ich auf der Suche nach ja, der neuen Saite für die Sommersaison. Ich habe beide Schläger unterschiedlich besaitet und zwar habe ich auf dem hier die MSV Focus Hex Plus 25. Die ist 1,25 mm dick. Das ist eigentlich auch so das Maximum, was ich da eigentlich drauf mache, weil ja, dicker, das geht dann doch wieder zu Lasten des Spielgefühls. Die Saite ist monofil, sechseckig, das heißt, die unterstützt den Spin ganz gut. Auf dem anderen Schläger habe ich von Weiss Cannon die Scorpion. Die ist 1,22 mm dick, also ein bisschen dünner. Von den Spieleigenschaften her eigentlich ähnlich wie die MSV. Ist nicht ganz so eckig, gibt dennoch ein gutes Gefühl für den Topspin wieder. Und ja, ich bin noch hin und her gerissen, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss noch ein, zweimal spielen, bis ich mich entscheide, aber eine von den beiden wird es auf jeden Fall werden. Wichtig ist natürlich auch, dass man den passenden Grip hat. Ich spiele jetzt schon sehr lange das Turner Megatech. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe es jetzt mal in Schwarz bzw. dunkelgrau ausprobiert. Das gibt es aber auch noch in Weiß und in einem Blauton. Das ist jetzt hier der schwarze. Den gibt es als Dreierpack, als Zehnerrolle oder direkt im 30er-Pack. Ist super klebrig, muss man mögen. Ich finde es super. Die Haltbarkeit ist klasse und ich denke mir im Schwarz, im Sommer, da sieht man nicht so die Asche drauf. Und genau deswegen werde ich, glaube ich, im Sommer auf die schwarzen Grips wechseln. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das passende Schuhwerk. Wundert euch nicht, die sind jetzt schon ein bisschen abgenutzt. Und zwar meine Adidas Barricade aus dem Jahr 2018. Die Schuhe spiele ich jetzt eine Saison, habe ich mir letztes Jahr geholt. Gefällt mir besonders gut der Barricade, weil die hier im Mittelteil nochmal eine Verstärkung haben und da super Halt geben. Und die Sohle ist super griffig, aber ich werde leider nicht drum rumkommen, mir dieses Jahr ein paar neue zu kaufen. Und ich habe auch schon die Essex Solution Speed FF in der Special Edition im Kopf. Das sind die schwarzen mit der bunten Sohle. Die gefallen mir optisch erstmal richtig gut. Und dadurch, dass ich einen schmalen Fuß habe und die Essex immer ein bisschen schmaler geschnitten sind, werde ich die auf jeden Fall dieses Jahr mal ausprobieren, denke ich. So, was habe ich noch in meiner Tasche dabei? Bälle, ganz wichtig. Aktuell habe ich die Wilson Trinity. Außerdem zum Warmmachen ein Springseil. Was man außerdem noch mit dem Seil machen kann, könnt ihr euch in einem anderen Video von mir anschauen. Und Hütchen fürs Training ist auch immer ganz gut, um sich ein paar Ziele abzustecken. Und zu guter Letzt, wenn ja, die Sonne scheint, habe ich eigentlich immer eine Cappy dabei. Und natürlich auch ein Tennis-Point-Handtuch. Okay Leute, jetzt wisst ihr, was ich alles in meiner Tennistasche habe. Ich wünsche euch jetzt eigentlich nur noch einen guten Start in die Sommersaison und viel Erfolg bei den Mannschaftsspielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Advantage You.